Für jeden gläubigen Christen ist klar, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist und somit ein menschliches Antlitz hatte. Aber dass er ein Selbstporträt von sich hinterlassen hat? Unmöglich, werden die meisten sagen. Doch, sagen andere und verweisen auf das Volto Santo von Manopello, auf das Schleierbild am Hochaltar der Klosterkirche. Jeder kann es von nächster Nähe betrachten und sich selbst ein Bild davon machen. Es ist kein normales Bild wie andere, auf Leinwand gemalt mit Farbe. Das Gesicht darauf verschwindet, wenn der Hintergrund hell ist. Es sind Ablichtungen von Blut und Wunden darauf zu sehen. Es sei nicht von Menschenhand gemacht, wird gesagt. Es sei das Antlitz Jesu, eben das Volto Santo. Doch was ist davon zu halten? Ich möchte hier das Volto Santo einmal unter die Lupe nehmen und fragen, was sagen die Wissenschaftler dazu, die dieses Schleierbild untersucht haben? Und was berichten uns die historischen Zeugnisse darüber? Vielleicht sehen wir am Ende dann klarer und können uns selbst die Fragen beantworten. Ist das Volto Santo von Manopello wirklich ein Selbstporträt Jesu, in dem er uns sein Gesicht authentisch zeigt? Manche meinen, das Volto Santo sei nur ein Gemälde, von Menschenhand geschaffen im Mittelalter. Doch mehrere Wissenschaftler haben dieses Bild untersucht. Als erster bereits 1977 der Psychologe Bruno Samarica. Durch einen Techniker ließ er mit einer sogenannten Wutlampe das Bild untersuchen mit dem Ergebnis, wie er sagt, wie man auf einer so feinen Schleiergase ein so deutliches Bild anbringen konnte, ist ein Mysterium. Kein Künstler kann eine Arbeit dieser Art vollbracht haben. Professor Donato Vittore von der Universität Bari, der zunächst auch überzeugt war, dass dies ein normales Gemälde sei, machte mit den Methoden der digitalen Fotografie Nahaufnahmen und kam am Ende zu dem Ergebnis, ein Gemälde konnte ausgeschlossen werden, ebenso ein Druck. Denn es ist keinerlei Grundierung zu erkennen. Besonders deutlich ist dies sogar mit bloßem Auge an der Stirn zu sehen, wo Fäden des Schleiertuches gerissen sind. Im Jahre 2001 und 2007 untersuchte Professor Giulio Fanti von der Universität Padua das Volto Santo mit dem Ergebnis, in Übereinstimmung mit dem, was Professor Vittore vorgefunden hat, befinden sich in den Zwischenräumen von Faden zu Faden keinerlei Pigmente oder sonstige Ablagerungen. Es findet sich keinerlei Art von Pigment, das für die Färbung des Fadens verantwortlich gemacht werden könnte. Dass es sich um das Werk eines gewöhnlichen Künstlers handelt, könne er ausschließen. Fantis Fazit also war, dass er der Idee, das Bild könnte übernatürlichen Ursprungs sein, positiv gegenüberstehe. Diese Ansicht wird verstärkt durch die Feststellung von Chiara Vigo aus Sardinien, die letzte noch lebende Muschelseitenweberin, die eindeutig feststellte, das ist Byssus. Doch Byssus lässt sich nicht bemalen, das ist unmöglich. Das Bild ist ein Rätsel. Byssus ist ein heiliges Gewebe, versicherte Chiara Vigo, es gehört Gott allein.
Byssus wurde damals in Ägypten und Phönizien, Syrien und Mesopotamien zu feinen Stoffen verwoben. Man fand es in den Gräbern der Pharaonen. Die Bibel berichtet, dass der hohe Priester der Juden Byssus trug, wenn er im salomonischen Tempel vor der Bundeslade im Angesicht Gottes seinen Dienst verrichtete. Von daher ist es verständlich, dass man Muschelseitentücher beim Begräbnis Jesu verwandte, wie es bei alten Gemälden gezeigt wird. Ein weiteres Grabtuch aus Byssusstoff wird noch in Kornelimünster aufbewahrt. Am 30. April 2007 fand eine weitere Untersuchung statt durch den Chemiker Professor Pietro Baraldi von der Universität Modena. Er kam zu dem Ergebnis, dass es nur durch ein Wunder entstanden sein kann. Die Wissenschaftler schließen also definitiv aus, dass dieses Schleierbild gemalt ist und stehen vor einem Rätsel. Doch was sagt die Geschichtswissenschaft über das Volto Santo? Professor Heinrich Pfeiffer erkannte in ihm als erster die Vera Icon, das wahre Bild von Rom, das als die kostbarste Reliquie im Mittelalter verehrt wurde. Es wurde offensichtlich auf vielen Veronika-Bildern abgemalt, so zum Beispiel als Schleiertuch auf dem Veronika-Bild des Meisters von Flemal um 1375. Deshalb glaubte man, dass das Volto Santo identisch sei mit dem Schweißtuch der Veronika, für dessen Aufbewahrung Papst Johannes der VII. Im Jahre 705 den Veronika-Altar im alten Petersdom errichten ließ. Denn man glaubte, das Schweißtuch der Veronika am Kreuzweg, wie es die sechste Kreuzwegstation beinhaltet, sei eine fromme mittelalterliche Legende, die um 1200 entstand und erstmals in der Legenda Aurea um 1270 schriftlich festgehalten worden sei. Doch diese Auffassung entlarvt sich selbst als Irrtum, wenn man bedenkt, wie konnte man mit einer um 1200 erfundenen Legende 500 Jahre rückwirkend die Verehrung des Schweißtuches bereits um 700 bewirken. Es muss damals schon einen Grund zur Verehrung gegeben haben. Und dieser wurde um 1270 nicht erfunden, sondern nur schriftlich festgehalten. Demnach wurde dieses Schweißtuch verehrt, weil Veronika, auf Griechisch Berenike, am Kreuzweg Jesus ihr Kopftuch reichte, zum Abtrocknen seines Schweißes und Blutes im Gesicht. Und darauf habe sich dann sein Gesicht abgebildet. Diese Auffassung wird bestätigt durch Papst Celestin III., der im Jahre 1193 dem König Philipp August von Frankreich sagte, man nennt das Tuch Veronika, weil die Frau, welcher das Tuch angehört, Veronika hieß. Dass das Volto Santo nicht identisch sein kann mit dem Schweißtuch der Veronika, ergibt sich auch aus der Tatsache, dass das Schleierbild von Manopello sich damals noch im Altar der Privatkapelle Sancta Sanctorum beim Lateran befand. Es musste ja zunächst versteckt werden, da es um 700 auf bisher noch unbekannten Wegen, auf jeden Fall aber auf unrechtmäßige Weise, vor dem Bildersturm in Konstantinopel nach Rom kam und in Sicherheit gebracht wurde. Ursprünglich war am Altar dieser Kapelle ein ähnliches Bild wie diese Kopie aus dem 12. Jahrhundert. Den unteren Teil des Bildes verdeckte man mit einer Silberplatte, über das Gesicht hängte man das Volto Santo und verdeckte es mit dem noch sichtbaren Gemälde.
Somit war dieser Altar gleichsam ein Reliquiar zur Aufbewahrung des Volto Santo und zugleich ein offenes Versteck. Erst als die politischen Verhältnisse es erlaubten, trat man damit an die Öffentlichkeit. So ordnete Papst Innozenz III. In einem Schreiben von 1208 eine Prozession an, welche man jedes Jahr am ersten Sonntag nach der Oktav der Epiphanie hielt und in welcher man feierlich das heilige Antlitz von der Vatikanischen Basilika nach der Kirche des Heiligen Geistes trug. Hier ist erstmals vom heiligen Antlitz, also vom Volto Santo, die Rede, im Unterschied zum Schweißtuch der Veronika. Von einem heiligen Antlitz Jesu Christi spricht auch Papst Honorius in einem Brief von 1224, wo er anordnete, dass die Domherren von St. Peter das heilige Antlitz Jesu Christi in seinem goldenen und silbernen, mit Edelsteinen verzierten Schrein dorthin bringe. Hier ist also eindeutig von einem heiligen Antlitz Jesu Christi die Rede, das im Altar der Privatkapelle aufbewahrt und verehrt wurde. Denn von dieser Prozession heißt es auch: Wie immer kam das päpstliche Gefolge von der Papstresidenz im Lateran, führte aber in diesem Fall die ungemalte Wunderikone Christi aus der Capella Sancta Sanctorum mit. Damit kann nur das Volto Santo gemeint sein. Papst Nikolaus III. Ließ vor 1280 diese Kapelle renovieren und neu ausmalen. Er überreicht in diesem Gemälde über dem Altar Christus die Kapelle, wobei das Gesicht Christi ganz dem Volto Santo gleicht, ein bildlicher Hinweis, dass es hier aufbewahrt wurde. Deshalb stehen auch oben in Latein die Worte: Es gibt auf der ganzen Welt keinen heiligeren Ort. Dass im Altar dieser Kapelle Sancta Sanctorum das Volto Santo damals aufbewahrt wurde, wird auch bestätigt durch Gemälde, die man davon anfertigte, mit dem lateinischen Untertitel auf Deutsch: Wahres Bild des heiligsten Erlösers in der Sancta Sanctorum der Stadt. Erst um 1290 wurde dieses Schleierbild Jesu in den alten Petersdom übertragen, wie Papst Nikolaus IV. Schreibt. Der Herr hat gewollt, dass man in genannter Basilika, also dem alten Petersdom, das kostbare Bild seines heiligen Antlitzes verwahre. Man hat es vermutlich im Veronika-Altar des alten Petersdomes ausgestellt und damit das Schweißtuch der Veronika ersetzt. So kam es zu einer folgenschweren Verwechslung. Man hatte künftig dieses heilige Antlitz, das Volto Santo, als Schweißtuch der Veronika angesehen und dementsprechend Veronika-Bilder gemalt, mit dem Gesicht Jesu so, wie das Volto Santo aussieht. Zunächst als Schleiertuch, wie dieses vom flämischen Meister von Flemal um 1375, dann auf Leinen wie Hans Memling um 1480 und dann mit Dornenkrone wie dieses um 1514. Auch auf Pilgerplaketten wurde das Volto Santo eingeprägt. Erst nach 1500, als das Volto Santo im Veronika-Altar verschwunden war, tauchte das wohl ursprüngliche Schweißtuch der Veronika wieder auf. Und Papst Paul V. ließ davon Kopien anfertigen, wie diese an Königin Konstanze von Polen, der er schrieb: Das Bild sei fast identisch mit dem Original. Das Original wurde dann vermutlich 1625 in den Veronika-Pfeiler des neuen Petersdomes gebracht,
der heute noch so heißt. Dies bestätigt Papst Benedikt XIV. Um 1750 mit der Bemerkung: In der Vatikanischen Basilika wird mit großer Verehrung das Schweißtuch aufbewahrt, welches deutlich die Züge des Antlitzes unseres Herrn Jesus voll Schweiß und Blut behalten hat und noch behält. Dieses Schweißtuch wurde 1849 im Petersdom öffentlich ausgestellt und mehrfach abgemalt. Eines dieser Kopien ist das heilige Antlitz von Tours. Da sie den Kopien von 1616 gleicht, ist anzunehmen, dass das Urbild dafür dasselbe ist, also das ursprüngliche Schweißtuch der Veronika, für das 707 der Veronika-Altar im alten Petersdom erbaut wurde. Doch durch falsche Behandlung zur Konservierung wurde es inzwischen fast unkenntlich. Aber es wird dennoch jedes Jahr am Passionssonntag vom Veronika-Pfeiler herab gezeigt. Vom Volto Santo indessen wird historisch bezeugt, dass es im Jahre 574 von Camulia nach Konstantinopel kam. Der Kaiser Justinian II. Ließ dieses Bild auf seine Münzen prägen. Und das früheste bildliche Zeugnis dafür ist das Reliquienkreuz, das Kaiser Justin II. Dem Papst Johannes III. Um 570 schenkte. Es wird heute in der Schatzkammer des Vatikan aufbewahrt und zeigt oben sehr deutlich das Gesicht des Volto Santo. Doch wie und wann kam das Volto Santo nach Camulia, einem Ort nahe bei Edessa? Wurde es auch um 525 in der Stadtmauer von Edessa gefunden, zusammen mit dem Grabtuch, das nachweislich bis 944 in Edessa war? Wir wissen es nicht genau. Aber dieses Tuchbild war jedenfalls da. Denn im Jahre 550 ließ Kaiser Justinian zur Aufbewahrung dieser Tuchbilder die Kirche Hagia Sophia in Edessa erbauen. Zur Einweihung dieser Kirche wird ein Hymnus auf die Kathedrale von Edessa gedichtet. Wörtlich heißt es darin: Geprägt ist der Marmor durch das Bild, das nicht von Händen gemacht ist. Dies ist die älteste historische Erwähnung des nicht von Händen gemachten Bildes. Später, um 594, nennt der Geschichtsschreiber Evagrius Scholasticus es wörtlich: Das von Gott erschaffene Bild, das nicht von Menschenhand gemacht wurde, sondern das Christus, unser Gott, dem Abgar schickte, als dieser ihn zu sehen begehrte. Er identifizierte damit das Volto Santo mit dem Abgarbild, was zu großer Verwirrung und Legendenbildung führte. So erklärte der Verfasser der Thaddäusakten um 630, die Entstehung dieser nicht von Händen gemachten Tuchbilder damit, dass Jesus mit einem Handtuch sein nasses Gesicht abtrocknete und es dem Boten Hanan überreichte, wie es dieses Relief auf dem Rahmen des Mandylion von Genua zeigt. Doch damit ist das Christusbild auf dem Schleiertuch von Manopello und auf dem Grabtuch von Turin nicht zu erklären. Denn wie kann eine Abbildung des ganzen Körpers Jesu mit Wundmalen erfolgen, indem er mit einem Leinentuch nur sein Gesicht abtrocknet? Oder wie kann man mit einem Muschelseidentuch das Gesicht abtrocknen? Hat der Verfasser die Entstehung des Schweißtuches der Veronika gekannt und einfach unbedacht dies auf die Edessa-Bilder übertragen? Möglich, ja wahrscheinlich ist dies.
Demgegenüber steht aber die älteste Erklärung für ein Abgabild in der Doctrina Adei, die bereits um 400 Folgendes berichtet. Hanan, der Archivar des Königs Abga von Edessa, kam auf einer Dienstreise auch nach Jerusalem. Er blieb dort 10 Tage lang und erlebte, wie Jesus Kranke heilte und Wunder wirkte. Er schrieb dies auf und ebenso das, wovon er auch erzählen hörte. Als er nach Edessa zurückkam, berichtete er davon dem kranken König Abga. Dieser wollte selbst gern Jesus kennenlernen, in der Hoffnung, von ihm geheilt zu werden, konnte aber nicht selbst nach Jerusalem reisen. Er schickte deshalb Hanan zu Jesus mit einem Brief an ihn, er möge zu ihm kommen und ihn heilen. Und er bat Hanan, Jesus zu malen. Jesus versprach Hanan, dass später einer seiner Jünger käme und Abga heilen werde. Als Hanan, der Archivar, sah, dass Jesus so zu ihm sprach, malte er, Kraft seiner Befähigung als königlicher Maler, das Bild Jesu mit erlesenen Farben und brachte es mit sich zu König Abga, seinem Herrn. Dieser schaute es an, nahm es in großer Freude entgegen und stellte es in großer Pracht in einem seiner Palästgebäude auf. So die erste Abgar-Legende. Ob es dieses sogenannte Abgar-Bild von Jesus durch Hanan gemalt einmal gab und vielleicht so aussah, ist historisch nicht beweisbar. Jedenfalls wäre es ein Bild zu Lebzeiten Jesu gemalt, noch vor seinem Kreuzestod im Jahre 30 nach Christus. Der Geschichtsschreiber Eusebius wusste von einem Abgabild nichts, berichtet jedoch um 325, dass er Briefe von König Abga im Archiv von Edessa gefunden und abgeschrieben habe. Und er schreibt weiter: Diesem Briefwechsel ist auch noch das Folgende in syrischer Sprache beigefügt. Nachdem Jesus aufgenommen worden war, sandte Judas den Apostel Thaddäus, einen der 70 Jünger, zu ihm. Er missionierte zunächst dort und wirkte Wunder. Diese bewirkten, dass Abga in ihm die Erfüllung des Versprechens Jesu sah. Er ließ den Apostel Thaddäus zu sich kommen, dieser legte ihm die Hand auf und heilte ihn. Das Volto Santo darf also auf keinen Fall mit dem Abgabild des Hanan gleichgesetzt werden, wie es Evagrius tat und wie es auch auf diesem Bild vom Sinai um 950 zu sehen ist. Es zeigt eindeutig auf dem Tuch das Gesicht Jesu wie auf dem Volto Santo. Dieses hat zwar seit 550 die Christusbilder und Ikonen geprägt, offenbar wurde es zum Urbild für Christusbilder und Mandylion-Ikonen. Wie die beiden nicht von Menschenhand gemachten Tuchbilder nach Edessa in die Stadtmauer kamen, ist bis heute ungeklärt. Vermutlich hat man sie in einer politischen Krisenzeit verstecken wollen. Doch wichtiger ist, dass es sie noch gibt. Die Tatsache, dass die Gesichter auf beiden Tuchbildern deckungsgleich sind, weist aber eindeutig darauf hin, dass sie aus dem Grab Jesu kommen. Sie müssen unter jenen Tüchern gewesen sein, die Petrus und Johannes am Ostermorgen im leeren Grab fanden. Man nahm bisher an, dass das Volto Santo jenes Schweißtuch sei, von dem Johannes schreibt, dass es auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Doch dies kann nicht so sein, denn Johannes spricht ausdrücklich von einem Schweißtuch. Und wenn er damit das Volto Santo meinte, dann müsste man erklären, wer dieses Schleiertuch
nach der Ablichtung des Gesichtes am Ostermorgen im dunklen Grab zusammengefaltet und an einen anderen Ort gelegt haben konnte und warum eigentlich? Wunder sollte man nur annehmen, wenn es keine natürliche Erklärung gibt. Doch diese gibt es. Jenes Schweißtuch könnte das heutige Bluttuch von Oviedo sein, auf dem zwar Blutspuren sind, die mit denen auf dem Grabtuch identisch sind, aber keinen Gesichtsabdruck. Es gehört also zu den Grabtüchern. Und es ist jenes Leinentuch, das man Jesus bei der Kreuzabnahme um das Haupt gebunden hatte, um sein kostbares Blut aufzufangen. Bevor man Jesus dann im Grab auf das Grabtuch legte, faltete man dieses blutgetränkte Tuch zusammen und legte es im Grab beiseite. Die Aussage des Johannes, dass es auf dem Kopf Jesu gelegen hatte, muss nicht heißen, dass es im Grab auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Warum sollte man auch ein blutiges Tuch auf ein reines Linnen legen, wie Matthäus das Grabtuch beschreibt? Es könnte vielmehr so gewesen sein, wie es die Seherin Therese Neumann sah: nur das Tuch, so schreibt sie, mit dem der Kopf Jesu eingebunden gewesen war, liegt gesondert. Dies entspräche ganz der Bedeutung dieses Schweißtuches. Und damit bräuchte man das Volto Santo, das in den Dokumenten nie als Schweißtuch, sondern als heiliges Antlitz bezeichnet wurde, nicht mehr mit dem Wort Sudarium bezeichnen. Auch das Grabtuch nennt Johannes nicht extra, sondern fasst alle weiteren Grabtücher in dem Wort Leinenbinden zusammen und darunter auch das Volto Santo. Das Volto Santo wurde ab ca. 550 zum Urbild für Christusbilder und Mandylion-Ikonen und nicht das Grabtuch von Turin. Das Volto Santo kann nur im Grab Jesu entstanden sein, ist aber nicht das Schweißtuch im leeren Grab Jesu, das Johannes extra erwähnt. Das Volto Santo kann nur auf wunderbare Weise zusammen mit dem Grabtuch entstanden sein, vielleicht im Augenblick der Auferstehung, und ist somit ein authentisches Zeugnis für Leiden, Tod und Auferstehung Jesu, sein Selbstporträt. Denn sein Gesicht zeigt Spuren seiner Misshandlungen, wie es die Passionsberichte bezeugen. Im Schleierbild von Manopello können wir also mit Recht heute wie die Menschen damals das Ebenbild des unsichtbaren Gottes erkennen, das Abbild seines Wesens oder, wie es Papst Benedikt XVI. Formulierte, das menschliche Antlitz Gottes.